Ja, heute möchte ich mal zeigen, wie Sie mit Ihrem Smartphone Ihren PC fernbedienen können. Dazu benutzen wir TeamViewer, kennt vielleicht einige von Ihnen schon vom PC. Gibt es mittlerweile auch als App für iPhone, iPad und in einer Beta-Version mittlerweile auch für Android-Handys. Um Ihnen das ein bisschen besser zeigen zu können, haben wir uns diesmal das Samsung Galaxy Tab genommen, was ja auch auf Android läuft. Nur damit kann man es einfach ein bisschen besser filmen und zeigen. Also ich habe das jetzt auch schon mal eingerichtet und habe die Anwendung auf dem PC gestartet. Er zeigt mir hier die Zugangsdaten, die eindeutigen Zugangsdaten für den Computer an. Ich habe die hier schon mal eingegeben und drücke jetzt einfach auf Mit Partner verbinden. Dauert jetzt ein, zwei Sekunden und dann sehe ich auch schon meinen Computer-Desktop hier auf dem Tablet und kann einfach mit dem Finger den Mauszeiger bedienen und eigentlich alles machen, was ich auch direkt vorm PC machen kann. Das heißt, ich öffne hier einen neuen Tab. Einfach einmal drauf tippen ist ein Klick. Doppelklick wäre dann Doppeltippen. Und jetzt kann ich auch hier noch eine kleine Tastatur einblenden. Jetzt kann ich ganz normal hier zum Beispiel eine Webadresse eintippen. Ja, und funktioniert also einwandfrei. Sie können zum Beispiel einen Rechtsklick machen oder einfach zoomen mit zwei Fingern. Das ist überhaupt kein Problem. Es gibt auch noch weiterführende Einstellungen. Das heißt, Sie können Steuerung Alt entfernen, an den Computer senden oder ihn sperren, neu starten, was auch immer Sie gerade brauchen. Das ist auch alles sehr schön gelöst über diese selbsterklärenden Symbole hier am unteren Rand. Also hier ist zum Beispiel der Rechtsklick. Öffnet sich das Kontextmenü auf der Website. Ich kann auch einfach zoomen mit zwei Fingern oder über diesen Button. Hier sind noch weiterführende Befehle, Steuerung Alt entfernen, entfernen Computer neu starten. Da haben wir so umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Also wie Sie sehen können, steht die mobile Version der großen PC-Variante nichts nach, was den Umfang angeht. Sie können also alles damit machen, was Sie auch direkt mit dem PC-Programm machen könnten, TeamViewer. Auch dafür, dass es die Android-App noch im Beta-Stadium ist, läuft sie schon erstaunlich stabil und auch flüssig. Also es lässt sich durchaus komfortabel damit arbeiten. Wir waren während unserer Vorführung die ganze Zeit mit dem WLAN hier verbunden, haben es aber vorher auch schon mal über das UMTS-Netz ausprobiert. Es hat auch erstaunlich gut funktioniert. Wie Sie das alles einrichten und konfigurieren, zeigen wir Ihnen auch nochmal ausführlich in der PC-Praxis 2 2011.